Lange hat es keinen Kommentar kommentieren Video von mir gegeben. Einerseits, weil mir die Zeit gefehlt hat, andererseits auch, weil ja, es weniger Kommentare oder weniger Kommentare gab und C, weil einfach andere Videos für mich gerade wichtiger waren. Aber jetzt kommt mal wieder nach langer Zeit ein Kommentare kommentieren Video. Und damit ja recht herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Genau. Einmal hat sie unter dem Video Wer bin ich und wenn ja, wie viele die Buchbesprechung von Richard David Brechts Buch kommentiert, Kokuyambo, Kolschara. Dann hatte Kokuyambo und ja, was auch immer das heißen soll, dann hatte Kokuyambo ebenfalls unter meiner Buchbesprechung von John O'Connells Buch Bowies Bücherliteratur, die sein Leben veränderte, kommentiert Sauberhähnchenschenkel. Ja, danke, warum auch immer du mich da jetzt Hähnchenschenkel betitelst. Und ja, dann hatte unter dem Kokuyambo ebenfalls oder nochmal kommentiert, unter dem Video Unboxing 9, Tim Pröse, Jan Fedder, Unsterblich, geschrieben sehr Schlexie Verita, so, was das heißt, ob das jetzt schlechter Autor oder so heißt, keine Ahnung, hilft mir doch dann nochmal auf die Sprünge. Dann hatte so ein spiegeltes R unter dem Buch, unter meiner Besprechung von Thomas Reicherts Buch, das Kim-Trump-Risiko kommentiert, dass ich doch gar keine Ahnung von dem hätte, was ich, wovon ich rede. Ich habe da nochmal genauer nachgefragt, warum er zu dem Schluss kommt. Und hat er geschrieben, weil die gar nicht die Macht haben. Es gibt sogenannte Schattenregierungen, die auch schon mit Kim geredet hätten. Das läuft alles hinter verschlossenen Türen. Und ob ich denn denken würde, dass der Kim nur so dämonisch lache, das hat gar nichts mit Dämonen zu tun. Habe ich dann geschrieben, das halte ich ganz ehrlich für unwahrscheinlich, dass es da Schattenregierungen gibt. Das halte ich für eine Verschwörungstheorie. Ich habe schon mehrere Bücher über Nordkorea gelesen. Findet ihr auch alle nochmal dann hier oben irgendwo verlinkt. Also das halte ich für unwahrscheinlich. Dann hatte AK96 unter meinem Video Buchunboxing 11 geschrieben. Schöner Tisch. Ja, vielen Dank dafür. Finde ich auch. Habe ich mir gebraucht gekauft, als ich irgendwann mal innerhalb meiner Stadt umgezogen bin, während des Studiums. Und ja, dann hatte Laris Jackson unter dem Video Buchbesprechung von Eberhard Kolbs Buch Der Versailler Vertrag kommentiert, stabil erklärt, Bro. Ja, vielen Dank. Und dann hat es noch zwei Kommentare unter dem Video Der Corona-Schock, wie die Wirtschaft überlebt von Hans-Werner Sinn gegeben. Einmal von Orson Krennic. Bitte sehen Sie sich alle Videos von Wohlstand für alle an, besonders das letzte über Hans-Werner Sinn. Hatte ich nachgefragt, warum, wieso, weil da keine Begründung mitgeliefert wurde. Da hat er dann geschrieben, weil die eigene Meinung damit erweitert werden kann. Okay. Und dann hatte noch Peter Raum geschrieben und kommentiert, es ist gut gemeint, aber bitte etwas besser vorbereiten. Ich bereite mich immer bei meinen Videos oder auf meine Videos vor.
recherchiere vorher nochmal so zu den Thesen, was es da gibt oder oftmals, wenn es da Thesen geäußert werden, beziehungsweise bin oftmals in einem Thema schon so weit drin, als dass ich das dann einschätzen kann, einfach durchs Studium der Politikwissenschaft und Geschichte, wo ich dann einfach sagen kann, das ist eher eine, naja, würde ich eher zustimmen, beziehungsweise dass diese These, diese Aussage, na, das ist eher aus anderer Richtung, eher also aus einer anderen wissenschaftlichen Perspektive eher falsch oder was heißt falsch, aber da würde ich jetzt nicht unbedingt als Wissenschaftler, als Politikwissenschaftler zustimmen wollen. Ja, das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche bei einem Video wieder. Vergesst nicht, ja, zu abonnieren, zu kommentieren und noch eine Bewertung dazulassen. Das würde mich riesig freuen. Die angesprochenen Videos und den Kommentaren findet ihr, oder wo es kommentiert wurde, findet ihr jeweils, wenn das Video erwähnt ist, hoffentlich denke ich daran, da könnt ihr dann auch nochmal ganz gerne draufklicken. Und ich sage tschüss, bis dann, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder nächste Woche. Mal schauen, was es wird. Und ja, haut rein.